Bekannt und beliebt. Ich will den Namen Winnetou heute nur ein einziges Mal erwähnen, weil ich glaube, er kann es nicht mehr hören. Und die meisten haben alle Fragen dazu auch schon beantwortet bekommen. Aber er hat erfolgreiche Fernsehserien gemacht, er hat viele, viele Kinofilme gemacht. Er wird, und das glaubt man nicht, demnächst 66. Trotzdem betrachte ich ihn als ausgesprochene Konkurrenz in Sachen Charlotte. Hier ist Pierre Brice. Du weißt, ich bin dein Freund, deswegen habe ich ja dein Alter auch gleich verraten. Ja, du hast gesagt, ich bin 46, ne? Ja, 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 das bin ich. Aber wenn Sie... Ich habe immer geglaubt, du wärst älter als ich. Ja. Ja, ja, ich sehe älter aus, aber das ist ja die Gemeinheit. Wenn Sie hätten schätzen müssen, der Kerl sieht nicht aus wie 66, ne? No, of course, natürlich nicht. Ja, aber der sieht auch nicht aus wie 56 und das macht mir inzwischen etwas nervös. Also irgendwas hat er. Entweder es ist ein Säftchen, Rotbäckchen, ich weiß es nicht. Aber gut, was wollen wir nicht vertiefen, weil darüber redet jeder und wir wissen es ja nur langsam. Du redest von was du willst. Ja, ja. Ich bin eher zu antworten. Das ist recht. Also wenn wir gleich mal die entscheidenden Fragen stellen, ist Hella dabei? Ich glaube ja. Gut, dann bin ich schon beruhigt. Also dann, ja, da sehe ich sie. Das heißt, ich führe doch bei Charlotte wieder, kann ich wieder nach links hechten, da sitzt sie. Er hat eine von drei Zwillingsschwestern, nein, nicht doch Zwillingsschwestern geheiratet, drei Drillingsschwestern. Drillinge. Eine von Drillingen geheiratet. Ja. Ja, 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 ja. Aber sein Vater hat nie eine Goldmedaille. Was hat er mit den anderen beiden gemacht? Die sind in stiller Reserve. Ja. Habt ihr euch... This is a very clever man. Das ist ein sehr kluger Mann, muss ich sagen. Ja. Habt ihr euch irgendwo hier... Drei von derselben Sorte. Trois différences, heute mir. Nous sommes d'Allemagne hier. Natürlich ist die Flirtsprache ist Französisch, das muss ich ganz eindeutig zugeben. Da. Wenn du das sagst. Ich sage es, ich glaube es. Ich habe schon versucht, Frauen weiß zu machen, ich wäre Franzose in meiner Jugend, aber auch das hat nicht geholfen. Habt ihr euch schon mal getroffen vorher? Es ist nicht so spät. Nee, nicht. Ja, wir haben uns schon mal getroffen und du warst auch da, aber du hast kein Gedächtnis nicht. Es war aber eine Sendung in... None of us remember. Keiner von uns erinnert sich dran. Keiner erinnert sich. Ausgerechnet der Bankälteste erinnert sich. Wann war das? Das war für große Preis. In welcher Stadt? Ich erinnere mich nicht, aber es war... Die Charlotte Rampling war da. Du warst auch da. Ja, und du hattest eine schöne rote Jacke. Ja. Sehr elegant, wie immer. Weißt du, jetzt habe ich ein rotes Sofa. Aber das ist... Da haben wir uns... Ja, denn diese Show hat uns alle überhaupt nicht beeindruckt, außer dass wir drei dabei waren. Wenn ich an Ihre Show jetzt denke, dann hoffe ich, dass ich mich daran erinnern werde, nicht nur, dass wir hier waren, sondern an uns alle und die Show und so weiter. Meinen Sie, dass Sie diesen Eindruck auf mich machen können? Ich hoffe es. Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich... Sehen Sie, das ist... Es wäre ja, das sind die Versuchungen des Fernsehens, es wäre ja so einfach. Ich müsste nur aufstehen, ihr eine auf die Nase hauen und schon würde die ganze Welt davon schreiben. Jeder würde es wissen, sie würde sich immer daran erinnern. Aber ich bin einfach nicht der Typ, der ihn auf die Nase schlagen kann. Es wäre so einfach. Aber gut. Pierre, voilà. Ja, Ich habe das in irgendeiner dieser Zeitungen gelesen. Du möchtest ein Kind haben. Ist das ein Gerücht oder können wir dir helfen oder ist das ein Schmarrn? Ein Kind adoptieren, willst du sagen? Hab ich? Ja, ja, ja. Aber ich habe nur ein Problem, Thomas. Du hast jetzt gesagt, dass ich 66 alt bin und deswegen kann ich nicht ein Kind adoptieren. 64, sagen wir. Ja, 64 vielleicht, ja, aber 66. Würdest du gerne... Es ist ein Gesetz. Es ist ein Gesetz. Aber es gibt ja Väter, die sind mit 40 älter als du mit 60. Natürlich, aber das ist ein Gesetz für Kinder, die adoptieren werden sollen. Adoptier doch eine 27-Jährige. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob meine Frau einverständig ist. Aha. Naja, außerdem müsst du dem Kind ja nie sagen, wie alt du bist. Das merkt es nie. Meine, und es gibt ja nichts Schöneres... Ich bin sehr ernst.
Ah gut, ja, du bist dein Ernst. Hast du deine Pferde noch? Das ist eine Geschichte, ich will es nicht vergessen. Du hast mal im Zirkus so eine Nummer gemacht in diesen Star-Auftritten. Das war lange her. Na trotzdem, und da habe ich gesagt, da kam und sagt, ich gehe zu Fuß. Da sage ich, Pferd, du bist wahnsinnig, du musst reinreiten. Da hat er gesagt, hör mal, ich bin 60, aber das vergisst man immer bei dir, dass du einfach mal denkst, der Mann muss einfach immer eingaloppiert kommen und... Ich reite fast jeden Tag. Ja? Ja. Darf ich dir Champagner anbieten? Fällt nein, grade... Champagner nicht. Hast du keinen Rotwein? Nein. Nee. No, das habe ich jetzt... Das ist ein wirklich zivilisierter Franzose. Hast du einen Käse in der Tasche? Nein, ich brauche nicht. Nein, also, aber ich habe die Baguette habe ich. Die Baguette unterm Arm. Also Wasser, dann hast du nur Wasser oder Champagner? Oder wir können auch mischen, eine Schorle. Gib mir some Champagne. Da. Champagne, gut. Some Champagne, zum Champagne, zum Charlotte, oh la la, das ist das Leben des Franzosen. Thomas, wir gehen auch Rotwein einkaufen. Du kannst den, kommt gleich. Aber gib nicht so viel aus. Du? Ja. Jemand denkt an mir. Selbstverständlich. Du nicht. Nein, das habe ich, wenn ich es gewusst hätte, Pierre. Wir hätten hier den schönsten Rotwein, himmlisches Moseltröpfchen rot. Du gehört es, ja, danke. Du wärst eigentlich, den Alain Delon habe ich neulich da gehabt. Das ist so der gleiche Bausatz wie du. Kennt ihr euch? Ja, sehr gut sogar. Wir haben... fast zusammen angefangen. Mhm. Deswegen bin ich nach Italien gegangen, weil Delon war bekannt in Frankreich, es war kein Platz für mich, dann bin ich nach Italien gegangen. Bist du? Ich bin nach Deutschland gegangen, weil Peter Alexander schon in Österreich war. jeder geht zu seinem Weg. Charlotte, wir haben... Cool. Du kommst gerade aus dem Tonstudio, also du hast eine CD gemacht, erzähl mal. Genau. Gut, ich habe eine CD gemacht mit 12 oder 13 Titeln, ich erinnere mich nicht. Es war nicht einfach, weil ich kein Sänger bin, ich bin nur ein Schauspieler. Deswegen bin ich ein bisschen müde und das kommt bald auf den Markt, ja. Er wird übrigens bei mir in Wetten, dass ich darf das an dieser Stelle bescheiden was erwähnen, kannst du sagen? Eine Fernsehpremiere haben. Ich selber denke ja immer noch an deinen großen Hit der 60er Jahre. Ich stehe... allein, pam pam pam, in einsamer Nacht, pam pam pam, der Weg zu dir. Ja, aber. Und du warst noch ein Kind. Ich war alt genug, um mir den Text zu merken. Ja. Ja. Pierre, an deiner Spange, nicht an deiner Spange, an deinem Revier, ist das ein deutscher Verdienstorden? Sehe ich das richtig? Das ist wie sagt man? Bundesverdienstkreuz? Ja, nein, Bundesverdienstkreuz. Verdienstkreuz. Verdienstkreuz? Ja. Boah, ich dachte die Blutspendernadel, aber nein, das ist doch, das ist ja gerade für die Blutsbrüder. Nein, ich bin sehr stolz dafür. Ja. Und es ist nicht oft, dass ein Franzose einen Orden bekommt. Das stimmt. Aber du bist, glaube ich, in Deutschland viel, viel bekannter als mancher deutsche Schauspieler. Wie ist es in Frankreich? Wenn du in Frankreich, in Paris über die Straße gehst? In Frankreich habe ich meine Ruhe. Ja? Ja. Ach, du bist in Deutschland bekannter als in Frankreich? Und wie? Interessant. Charlotte, wo sind Sie zum Beispiel? Also, Sie kennen nun die Franzosen, die Deutschen, die Engländer. Wie reagieren die verschiedenen Nationen auf Sie? Also sagen die Deutschen, ey, die Rimpling, ja Wahnsinn, ja Dosche, her. Oder sagen die Franzosen, oh, Madame, und sagen die Engländer, Don't look at her, but she is it. I mean, wie reagieren die verschieden? Exactly as you said. Genau, ja, wie Sie es beschrieben haben. Bitte? A perfect description. Perfekte Beschreibung. Ja, die hätte ich gerne von Ihnen gehabt. So mache ich mir meine Fragen immer kaputt. Ich frage immer schon. Yes, but you talk too much. Ja, Sie reden nein. Einfach zu viel. Manchmal jedenfalls. So. Das ist ja. Ich habe. Nach der Show, ich merke das schon. Es wird terrible in der Show, weil ich jetzt sage, Frau Rempling, wären Sie so nett, sich mit Herrn Briess ein bisschen zu unterhalten und lasst mich aus der Nummer raus. Voilà, ich muss schon, da ist der Rotwein. Oh, le vin rouge. Merci. Also bitte, jetzt, ich halte mich jetzt einmal zurück. Was möchten Sie von Herrn Briess wissen? Pierre, bitte, es muss auch ohne mich gehen. Ich halte jetzt einmal den Mund. Ich weiß alles von Charlotte Rampling. How is your wine?
Wie ist my wine, Ihr Wein? My wine is very good. It's a French wine. Mein Wein schmeckt sehr gut. Ist ein französischer Wein. So es ist nice. Schön, so guten französischen so Wein nice. In Deutschland zu trinken. Bitte? Denken Sie dann an Ihre Heimat. Komm, hör ich auf zu reden, versteht keiner mehr was. We are in Germany. Nous sommes de la, En Allemagne. Ja, ja, okay. Das ist deine Schuld. Ja, ich weiß. Du hast gesagt, Charlotte Rampling und ich, wir können... Sie dürfen einfach keine Fremden einladen dann. Guter Hinweis. Denn die versuchen immer wieder in ihre Heimat zurückzukommen. Guter Hinweis, jetzt haben wir einen deutschen Gast. Wir haben einen Mann aus Deutschland, der allerdings auch international Furore macht. Joop hat das geschafft, Jill Sander hat es geschafft, Otto Kern. Und er ist der Neueste, er ist der Frechste, er ist der Jüngste. Er heißt Matt Lehitka. Das hört sich nicht sehr deutsch an, aber in Paris und New York laufen seine Sachen toll. Und zwar unter dem Stichwort Street Night Wear. Donald Trump hat für seine Edle schon was eingekauft. Ich gehe ganz kurz hin. Enjoy your wine. Bitteschön, macht es euch gemütlich. Le Mikrofon brauche ich nicht. Hier sitzt er, Matt. Oh. Einfach der Netz erfasst. So, also Pierre, bist du Fußballfreund? Hast du jemals in deinem Leben in so einem prominenten Spiel mitgemacht? Das machen ja Leute ab und zu. Wir haben darüber gesprochen vorher mit Gunther. Als ich jung war, war ich auch Fußballspieler, aber es war schlecht, sehr schlecht. Ich habe mittelrecht gespielt und am Ende meiner kurzen Karriere als Fußballer bin ich, wie sagt man, Torwart. Torwart gewesen. Mhm. Und ich war besser als Torwart als Außenspieler. Champus oder Wasser, Günther? Ach, zur Not ein Champus. Ist daneben. Wie lebst du eigentlich jetzt? Ich meine, also ein Sportler, der Fußballer natürlich. Hä? Hoppala! 25 Jahre war es in Ordnung und jetzt ist es im Eimer. Ich finde toll, was du bekommen hast, Günther. Ja. Wirklich. Gibt es denn von dir auch noch so Erinnerungsstücke, so den alten Silberbüchse ja, hast du sowieso schon? Genau, oder? Zu Hause, ja. Hast du? Ja, ja. Jetzt die Abschlussfrage, die nächsten Pläne, weil viele unserer Zuschauer sagen, was machen Sie jetzt, wo sieht man Sie? Frau Schempling, Charlotte Rampling ist abgekürzt, Schempling. I mean, it's just make it short. Charlotte, I'm sorry. Ja, ja. Nothing. Ganz kurz, was gar ist Ihr nächstes Projekt? Was machst du, Günther? Wir sprechen nicht mehr mit dir. Ich hatte vorhin vergessen zu sagen, dass ich beschäftigt bin in der Sportwerbung. Wir vermarkten Fernsehrechte und sind recht erfolgreich. Und so reise ich natürlich sehr viel, vor allen Dingen durch den Osten Europas. Mhm. Hochinteressant, aber auch sehr anstrengend, wenn man sehr viel trinken muss. Das tut ja aber offensichtlich gut. Du hörst du gesund und munter aus. Pierre, nächste Pläne. Theater hast du gerade gespielt, spielst du ja, weiter? Ja, und in einem Monat fliege ich nach India und Thailand für die Fortsetzung von Blau Diamant. Wow. Ja. Der Blau Diamant Teil 2, zwei blaue Diamanten, der ja. grüne Diamant, weißt du schon, wie es heißt? Der zweite Teil der Blau Diamanten mit Pierre Bries. Ich bedanke mich, ich sage herzlichen Dank. I'm so sorry for doing this. Trampling thing. Can you forgive me? I love you for it. Oh, ich liebe Sie deswegen. Ich fand es toll. Das ist ein schöner Schluss. Dankeschön. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Danke. Am Montag heißt es wieder Gottschalk Late Night Wochenshow. 23. Applaus in dieses